Herr Henkels ist der Vorsitzende unserer Abteilung hier. Wir haben eine Reihe, vielleicht könnte man sagen, welche Reihe wir haben und warum wir dann also auch nochmal hier sind. Und dass Sie einfach vielleicht ein bisschen dann berichten von dem, was Sie so geschaffen haben, wie Sie dazugekommen sind, auch mit, wie man vielleicht auch sowas macht. Nämlich an werden einige interessieren, weil ja auch einige vielleicht etwas Kunst gerne auch selbst machen. Ob Sie das hier natürlich schaffen, ist eine andere Frage. Dass Sie so ein bisschen erzählen, mit wem Sie da zu tun hatten, auch mit, denn das heißt ja, glaube ich, vielleicht sagen Sie es doch dann mit der Titel dieser Reihe, die wir in diesem Jahr ein bisschen über unsere Veranstaltungen geschrieben haben, eine Vielzahl, nicht alle Veranstaltungen sind in dieser Art, haben den Obertitel Geschichte und Politik und Kunst. Und die Kombination, die geht also von Verfolgung im Dritten Reich, entartete Kunst, aber auch aus napoleonischer Zeit, wie ist Napoleon damit umgegangen, wo ist Kunst gelandet, aus politischen Gründen. Die meisten Museen sind ja, auch München, Pinakothek, sind ja bestückt mit Sachen, die sie alle woanders her haben. Oder denken wir mal an den Pergamonaltar in Berlin, der ist ja auch ganz nett geklaut. Und insofern hat die Kunst also ihre sehr speziellen Wege und auch immer eine Beziehung zur Politik, was wir im Dritten Reich ganz besonders gesehen haben. Aber auch zur Kirche, wenn wir jetzt die jüngste Diskussion um Richter und das Kirchenfenster in Köln gesehen haben. Kirche und Kunst ist ähnlich wie Politik und Kunst, also auch ein Dauerkonflikt. Und wir wollen einfach mal auf diese vielen, vielen Facetten, die es da gibt, einen Blick werfen. Wenn man dann so einen Künstler wie Sie hier im Raum hat, der Raum des Bergischen Geschichtsvereins ist der Raum Leverkusen, Leichlingen, Langenfeld und Monheim, eine von 14 Abteilungen des Bergischen Geschichtsvereins, dann sind wir natürlich froh, dass wir eine solche Exkursion innerhalb unseres Raums machen können. Und da Sie ja ganz viele Spuren auch hinterlassen haben, eigentlich auch in jeder der Gemeinden, ich komme aus Langenfeld, da haben Sie den Metzmacher, ich will nicht sagen geköpft, nein, seinen Kopf hingestellt. Und so machen Sie ja viele Köpfe oder köpfen viele, wie immer man das betrachten will. Und die ganze Stadt Leverkusen hier steht voll, von Super Mario bis auch inhaltlich gemeinten Dingen. Und das Beste ist eigentlich, dass Sie das erzählen und nicht ich. Und aus dem Grunde gebe ich jetzt ganz schnell ab. Jetzt habe ich lange genug geschwatzt, um zu zeigen, dass ich vielleicht... Oder ich würde sagen, machen Sie zuerst einen kleinen Rundgang. Ja. Oder? Ja. Oh, ja. Und danach nochmal, wenn wir es besser verstehen, weil Sie so zerklärt. Ich würde sagen, wir machen Sie einen Rundgang. Ich meine, aus dem Rund oder Sehen entstehen dann ja auch Fragen. Ja, also mehr oder weniger von Fragen oder selbst. Ich glaube, das ist hier.